Und wieder einmal recht herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Im letzten Part haben wir relativ rasch die Arena des Olymp abgeschlossen, in nämlich nur einem einzigen Part. Wir haben da den jungen Herkules getroffen, wie er noch bei Phil in der Ausbildung ist. Und auch noch einen anderen jungen Kämpfer namens Zack. Naja, wie auch immer, jetzt geht es in die nächste Welt, aber vorher muss ich euch noch eine Kleinigkeit zeigen. Und zwar habe ich nämlich jetzt offscreen doch noch dieses letzte Karambolagerennen in diesen Stadt geschafft, also auf der Schlossstrecke, da bin ich diesmal Erster geworden und das wusste ich am Anfang auch nicht, da bekommt man sogar ein Schlüsselschwert, wenn man das schafft. Und zwar ist das Freudenjubel. Ein Schlüsselschwert mit relativ hoher Reichweite, das kritische Treffer häufiger ermöglicht. Ist halt jetzt aber um einen Attackepunkt schwächer als Helden-Emblem, dafür jetzt einen Magiepunkt mehr. Sieht auch ganz cool aus, aber ich würde dann doch lieber bei Helden-Emblem bleiben, was ich ja bekommen habe, als ich die Arena des Olymp geschafft habe. Schlüsselschwert mit hohem Attackewert und hohem Schaden bei kritischen Treffern. Also wie gesagt, Freudenjubel bekommt man, wenn man auch auf der Schlossstrecke beim Karambolagerennen Erster geworden ist, was mir leider während der Aufnahme nicht geglückt ist, da bin ich ja nur Dritter geworden, aber mittlerweile weiß ich auch wirklich, woran es gelegen hat. Ich durfte unter keinen Umständen unten lang fahren, also da, wo man diese große Schleife fährt, da braucht man viel zu lang und kann unmöglich mehr gewinnen. Das ist mir halt leider in der letzten Runde passiert, da bin ich runtergefallen und dann habe ich eigentlich auch schon verkackt gehabt, aber wenigstens habe ich das jetzt so geschafft. Und was ich auch noch dazu sagen muss, ey, die Meisterstufen auf diesem, wie heißt das jetzt nochmal, Spaß in Eis, nur das ist voll die Härte, also wie man das mit einem Fantastisch schaffen soll, keine Ahnung, habe ich nämlich nicht geschafft, ich zeige euch das nur kurz in den Berichten, unter den Spielstatistiken, Minispiele, so, hier, Spaß in Eistüten, na, da steht er hier. Diese Welle ist klein zu klein, Anfänger maximale Combo und Höchstpunktzahl und dann Meister maximale Combo und Höchstpunkte zahlend. Obwohl ich 2282 Punkte habe, war das kein Fantastisch. Wie viele Punkte braucht man da zur Hölle? 2500 nehme ich mal an. Und dann hier voller Schub voraus. Also ich meine, geschafft habe ich bisher alles auf Meister mit Ausnahme von Inseln des Schicksals. Da war ich dann einfach so sauer. Die sind da teilweise so schnell mit dem Rhythmus. Wer soll da bitte mitkommen? Das ist impossible. Und ja, wie gesagt, hier nochmal, damit ihr das auch seht, hier Schlossstrecke beim Karambolagerennen habe ich Zeit für 5 Runden 4 Minuten 24 gehabt und bin halt im Erster geworden. Und das Einzige, was ich halt jetzt offscreen nicht nochmal probiert habe, weil das einfach übelst beschissen ist, wenn ich das so ausdrücken darf, Früchteball gegen Captain Gerechtigkeit. Gegen den Typen kann man einfach nicht gewinnen, der ist viel zu schnell. Ich habe keine Ahnung, wie man das machen soll. Aber egal, was auch immer. Jetzt geht es in die nächste Welt, die da heißt Tiefer Weltraum. Und da werden wir, wie gesagt, jemanden treffen, der auch einen kleinen Auftritt in Kingdom Hearts 2 hat, aber hier eine wesentlich größere Rolle einnimmt. Also, diese Welt besuchen! Huh? What's that? Whoa! I'm first! Try that again! Besiege den riesigen Unversierten. So, Gleiterkämpfe. Reite auf deinem Schlüsselschwert und besiege die Unversierten. Mit X und 3 greifst du an. Mit Quadrat schützt du dich vor den Angriffen der Unversierten. Ja, auch nicht schlecht, dass man sogar sowas machen kann. Und ich kann mich sogar umdrehen. So, na warte, komm her. Yeah.
trying to catch a ride, huh? Don't get any more ideas. These guns are locked into your genetic signature. Huh. An intruder? All right, you. Don't get any funny ideas. So you're the intruder. Identify yourself. My name is Bentis. The monster I was chasing boarded your ship. Nice try. If there was another intruder aboard, we'd have detected it. Huh? Intruder in the machinery bay. We lost control of the engines. It's some kind of monster. Now you tell me. Stay right there. I have lots of unpleasant questions to ask you. This is my fault. I have to do something. Wenn Terra Aqua. What? You know Terra and Aqua? Friend Circle. Hey, is that a wayfinder? Whoa! Huh? Huh? The engines are under too much stress. We're risking an explosion. What am I doing? There's no time. No, you need to stay here. It's too dangerous. So, da sind wir endlich. Und wie man unschwer erkennen konnte, das hier ist die Welt von Stitch. Genau. Und auch wieder interessant, Terra und Aqua waren wohl beide schon vor Ventus hier, deswegen hatte Stitch wohl sowas wie einen Wegfinder dabei, so einen selbstgebauten. Aber ich finde es richtig cool, dass sie endlich mal eine Welt von Lilly und Stitch eingebaut haben. Wenn es auch nur dieses riesige Raumschiff ist. Woanders werden wir uns nämlich gar nicht aufhalten, soweit ich weiß. Aber egal. So, was haben wir hier drin? Zack, einmal einen Supertrank und hier gegenüber eine Kraftkristall. Okay. So, kann ich da überhaupt hin? Ja, da könnte ich hin, aber was ist eigentlich hier vorne? Aha, Unvisierte. So, kommt her. Und Feuerschlag. So, Luftwirbel 4. Watz, watz, watz. Feuersturmlauf. Und Feuer. Und du stirbst auch. So, Feuersbrunst. Niemand legt sich ungestraft mit Ventusa, dem coolsten der coolen. So, Vigra. Da geht's nirgends hin. Ich guck nur kurz, ob hier sonst noch was ist. Ist es so ein langer Gang? Ich siege alle Unvisierten und hebe die Türsperren auf. Na, wenn's weiter nicht ist. So, komm her. Warte. Zack. Feuerschlag. Und Feuersturmlauf. Feuersbrunst. Ihr werdet mich nicht aufhalten. Ich bin einfach zu heiß. Und Feuersbrunst. Ja, da sind ja noch welche. So, Tür ist wieder offen, weiter geht's.
Ah, Mega-Eater und Supertrank. Und die nächste Partie, bitteschön! I don't know how you did it, but you won't get away again. You haven't fooled me. You can bat your eyes all you want at the Grand Councilwoman so she'll reconsider your sentence. But I see you for what you really are. An abomination that's only instinct is to destroy everything it touches. Na toll. Gantu hat den Wegfinder von Stitch kaputt gemacht. Ui, und das wird der natürlich gar nicht nett. So, sag mal, bin ich jetzt einmal im... Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin einmal im Kreis gelaufen. Oder irgendwie so. Weil jetzt bin ich hier nämlich wieder rausgekommen. Ja, na gut, dann gehen wir mal hier lang. Ah, sehr schön. Hier ist ein Speicherpunkt. Hier kann ich auch was kaufen, falls ich Bock drauf habe. Hat irgendwas Neues? Ah, Frostwurf. Wirf ein von Frost umhülltes Schlüsselschwert auf die Gegend und friere damit ein. Und Feuersturz. Führe eine Sturmgriff aus, während Flamme dich umkreisen. Die Flammen treffen die Gegner mehrmals. Sonst noch was Neues? Aha, Eisgar kann ich auch schon kaufen. Antigravra. Also die eine stärkere Version von Antigrav. Antigravitationssäure lässt die Gegner schweben. Naja. Sonst noch irgendwas Neues? Ah, Luftgrätsche, aber die habe ich ja sowieso schon. Und aha, das ist neu. K.O.-Blocken. Drücke Quadrat, um Angriffe von vorne abzuwehren. Eine erfolgreiche Abwehr betäubt die Gegner. Ja, das ist jetzt nur die Frage. Bekomme ich das noch? Oder soll ich das lieber kaufen? Ach, wisst ihr was? Ich kaufe das lieber. Wenn ich es nochmal bekommen soll, kann ich es ja verkaufen. Ich habe eh mehr als genug Taler. So, Kommandodecks, Deckverwaltung, Aktionskommandos, Blocken, K.O.-Blocken. So, ist auf jeden Fall besser als das normale Blocken. Status, Kommandostile, Klingenlicht. Schaltet sich frei, wenn du bereits einen Kommandostil hast und Magnet, Klingen, zum Beispiel Betäubungsklinge oder Konter, zum Beispiel Konterrauschkommandos einsetzt. Geil. So, wieder ein neuer Kommandostil, weil wir vorhin dieses komische Fieder besiegt haben. Leider nicht vollständig. So, Berichte. Die Unversierten. Da haben wir einmal den Schallschützen, der ist neu. Er verfügt über einen Aufklärungs- und einen Angriffsmodus. Er bleibt aber gerne auf Abstand. Im Aufklärungsmodus versucht er dich mit einem Suchscheinwerfer mehrfach zu fokussieren. Weiche also dem Lichtschein aus. Und dann... Ach, keine Ahnung, dieses Vieh von vorhin, das ist da noch gar nicht drin. Das kommt vielleicht erst später. So, Schatzliste. Aha, tiefer Weltraum noch, es gibt noch einige Schatzruhen mehr hier. Okay, na gut, ist auch ein verdammt großes Raumschiff. Und Stickeralbum. Stickersammlung. Okay, tiefer Weltraum gibt es auch wieder zwei Sticker. Wer weiß, ob ich die überhaupt finde bzw. erreichen kann. Aber okay. Ah, lass mal raten, die Karte. Natürlich die Karte. Finde ich im tiefen Weltraum zurecht. So. Ja, ist ja ein großes Raumschiff, da muss man schon wissen, wo man lang muss. Also technologisch wird fortgeschritten, also das ist richtig krass. Das ist ja auch logisch von der Story her.
Hab's dir schon ein paar Mal gesagt, dass Burst Bersleep 10 Jahre vor Kingdom Hearts 1 spielt und in Kingdom Hearts 2 ist Stitch ja eine Rufenmagie. Den kann man ja als Freund herbeirufen. Und den hat man auch einmal ganz kurz während der Story in Hollow Bastion getroffen. Da ist er so ein bisschen an der Decke lang gekrabbelt, bis man dann in diesem Computerraum war. Und dann, naja, das habt ihr ja hoffentlich eh in meinem Let's Play gesehen. Und hier ist Stitch natürlich logischerweise noch an Bord dieses Raumschiffs. Der ist noch nicht auf der Erde und kann auch Lilo noch gar nicht getroffen haben. Deswegen wird er eigentlich von allen immer noch Experiment 626 genannt. Das ist ein normaler Name ist, weil Stitch wird er ja dann später erst genannt. Aber egal. So, wohin? Ich glaube immer eher hier lang. Hier war ich, genau, hier war ich noch nicht. Na dann, weiter geht's. Okay. Ist wirklich verdammt groß. Und noch mehr Unversierte. Viel zu witzig, wie die auf Englisch heißen. Unversed. Klingt voll komisch. Oh. Hat der was? Achso, ich dachte schon, der hat was fallen lassen. Nee. War wieder nur so ein komisches Flaschenvieh. Ah, kaputt gemacht. Wow, he's firing his laser. Na warte. Und stirb. So, noch 635 fürs nächste Level ab. Schön. So, na, wer will auf die Fresse? Ihr könnt ihr gerne haben. Feuer. Und Luftlevel 4. Ja, was wieder mal überhaupt nichts bringt, so Eisgar. Du fettes Schwein, wie kann man so fett und hässlich sein? So, immer schön von hinten angreifen. Yeah, Diamantenstaub. Ventus ist halt auch cool wie Eis. So, bei dem ist die Luft raus. Für die auch gleich. Oh, noch mehr. Kein Problem. So, Diamantenstaub. Yeah, Luftgrätsche Stufe 3 und Blitz habe ich bekommen. So muss das. Und du stirbst gefälligst auch. So, das war's. Was haben wir hier drin? Antigrafer. Sonst ist hier nichts. Ich hoffe mal, dass ich jetzt oben nichts übersehen habe. Können wir irgendwas machen? Untersuchen. Aha. Gut. Was habe ich jetzt gemacht? Ach so. Ah, ich habe die... Das ist ja geil. Ich habe die Schwerkraft ausgeschaltet. Die künstliche Schwerkraft ist aus. Jetzt kann ich höher springen. Das ist ja mal obergeil. Was denen hier alles so einfällt. So, jetzt gibt's erstmal wieder schön auf die Fresse. Das macht richtig Spaß. So, sind hier jetzt noch Gegner, weil es die Musik spielt? Ja, na klar, hier sind wieder welche. So, stirb! Komm schon! Ey, was machst du denn da unten? Und K.O.-Blocken ist schon Stufe 2, das ging ja schnell. Und hier haben wir doch noch eine Truhe. Feuerschlag. Feuersturmlauf. So, Feuersbrunst. Gibt das überhaupt was, wenn ich das alles kaputt mache? Naja, egal, was haben wir hier drin? Aha, Blitzra nochmal. Man kann nie genug Blitzra haben, nicht wahr? So, Feuersturmlauf. Und Feuersbrunst. Ja, zu heiß für dich, hä? Aber Vorsicht, MC Axel ist heiß. So, jetzt muss ich, glaube ich, mal darüber. Aber den muss ich das jetzt nicht noch wieder anschalten. Ich hätte das nämlich gerne wirklich so... dauerhaft ausgeschalten. Die künstliche Schwerkraft, das macht viel mehr Spaß. Ah, das kümmere ich mich jetzt nicht extra. Aber hier kann ich wieder untersuchen. Ach so, ne, Moment mal, seht mal, da schwebt sogar eine Schatztruhe rum. Also ich muss es sogar wieder einschalten. Okay. Und, ja, alles sinkt wieder runter.
Okay. Dann bitte öffnen. Wenn's geht. Aha, Pulsbombe. Pulsbombe, ist das nicht Multifokus-Kommando? Ich glaube schon. Wartet mal. Kommandoliste. Ja, das ist ein Multifokus-Kommando. Pulsbombe. Feuere mit der Schlüsselschwertspitze Energie ab, die kleine Explosion bei den Gegnern auslöst. Viele Gegner können damit anvisiert werden. Geil. Das werde ich gleich mal verwenden. Statt Ragnarök, das haben wir schon lang genug. Gut, die Feuersäule habe ich bisher auch noch nicht verwendet, aber ich mache mal die Pulsbombe. Kann sich auch aufstufen. So, und was haben wir jetzt hier noch so neu drinnen? Ah ja, Antigravra. Okay, kommen wir mal wieder ein paar neue Sachen, die in die Kampfkommandos reintun. Hier unter Deckverwaltung mal wieder was anderes. Okay, Eis glaube ich dann gleich auf Stufe 3. Was machen wir denn? Was kann sich denn noch leveln? Feuer schon wieder so oft. Ich habe voll oft Eis. Ich glaube, ich nehme zweimal Blitzra rein, weil... Oder nur einmal Blitzra. Ich meine, ich habe schon einmal Blitzra auf Stufe 3, aber wenn ich zweimal Blitzra miteinander fusioniere, müsste daraus ja dann Blitzgar entstehen. Vitra. Nochmal Vitra reinnehmen. Um das noch zu leveln. Ja, warum nicht? So, komm. Wird schon gehen, hoffe ich mal. Statt dem Feuersturm kann ich da nicht auch was anderes noch machen? Glückslinge, Fesselschlag. Ne, das habe ich alles schon aufgelevelt. Ist auch doof. Ne, dann lassen wir das mal. Soll reichen. Soll mal genügen. So, ich glaube, jetzt muss ich das aber erst wieder ausschalten. Ich muss, glaube ich, nochmal deaktivieren. Sonst komme ich da nicht weiter rauf. Also... Es macht so Spaß, hier rum zu jumpen. Es ist ja auch so, dass diese Welt nur in Burst Burst Leap vorkommt. In späteren Kingdom Hearts Teilen gibt es leider keine Welt von Stitch. Ich hoffe sehr, dass sie vielleicht was ähnliches in Kingdom Hearts 3 einbauen. Würde mich sehr darüber freuen. Sie können ja meinetwegen Hawaii einbauen oder irgendwas anderes. Und Eisgeist Stufe 3. Aber Vorsicht, it's cool, man. So, und stirb. So. Ah, gleich haben wir ein Level-Up. Wie? Gleich ein Level-Up. Sonst noch jemand, der auf die Fresse will? Natürlich ihr. So, Donnerschlag. Und Stufe 30, Attacke und Abwehr gestiegen. Sehr gut. Endlich mal wieder ein Level Up. Also ich glaube, in Level 30 bin ich auf jeden Fall stark genug für das meiste, was noch so auf mich zukommt. Vor allem jetzt dauert sie wieder... Wie lange? Wie viel brauche ich fürs nächste Level Up? Noch 1740, ist klar. Ist klar, 1740, aber das ist ja noch nichts im Vergleich zu späteren Level dann bestimmt. So, jetzt bin ich aber endlich mal da. Und, ah, Moment. Kann ich das haben? Ich hoffe, ich kann das bekommen. Jo, ein UFO-Sticker. Ja, den werden wir gleich mal einkleben. Sticker-Album. Sticker-Verwaltung. UFO. Logischerweise irgendwo da oben, hä? Ja, passt. Funkelt auch, sehr schön. Ah, und da oben ist auch schon der zweite Sticker. Okay, kann ich hier... Okay, hier ist wieder die künstliche Schwerkraft eingeschaltet. Das war jetzt nur für den einen Raum. Wie soll ich denn da rüberkommen? Aha, voll so ein Frachtraum, Frachthanger oder was weiß ich und... Oh. Fiese Kanonen. Plasma-Kanonen. Aber die kann man wenigstens kaputt machen. Feuer! So, hab ich dich kaputt gemacht. Und was haben wir hier drin? Zack! Super Angriffsformel! Okay, lass mich raten, da... Nee, da komme ich unmöglich ran.
So, na, erstmal. Doch, was bist du denn? So, Pulsbombe! Hat es ja wenig beeindruckt. Ach, die können sich aufteilen. Ich verstehe. So, Megatron gehalten. Die können sich aufteilen, voll fies. So, und die Laserkanonen sind ja natürlich auch ein bisschen nervig. Die kann man aber auch kaputt machen. Damit sie eigentlich immer abballern. So, und hier ist noch eine Truhe. So. Und zack, ah, Zeitkristall. Blitzra. So, und Donnerschlag. So, Blitzra Stufe 2, K.O.-Blocken Stufe 3. Und Pulsbombe. Ja, yeah, Vitra auch Stufe 2. Sehr schön. Oh, das war's offenbar schon wieder. Moment, was haben wir hier noch? Feuersturz. Geil, den hätte ich mir kaufen können. Jetzt habe ich einen Versuch gefunden und geht's hier einfach mal wieder raus? Da kommt man ja wieder in den Weltraum raus. Die Universitäten sind noch im Schiffsrennen. Ah, thank you, Captain Obvious. Da wäre ich ja selber nicht drauf gekommen. Na gut, dann muss ich wohl da lang. Ich finde auch die Musik hier voll cool. Oh, hier ist ja noch so ein Vieh. Oh, das ist wieder nur so ein Typ. Ah, Pulsbomb ist schon Stufe 2. Obergeil. Das sind nur diese Viecher, die ja andere Universitäten heilen können. Aber nur, wenn sonst keine anderen da sind, ne? Na, dann gehen wir mal hier weiter. Okay, ah, ach, schade, Leute. Naja, das konnte ich jetzt nicht wissen, dass man hier speichern kann. What is it? Besiege den Unbesiegten. Sobald Experiment 626 zu hüpfen beginnt, wirf es auf den Feind. Okay. Na warte. Komm her, Feuer! Ja, richtig cool, dass wir jetzt gemeinsam mit Stitch dagegen kämpfen. So, Astroschlag! Wow, jetzt geht das Vieh ja richtig ab. So, komm her! Warz, warz! Pulsbombe! Wow, 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 Vorsicht! Mach keinen Scheiß! Und nochmal! Ich würde jetzt mal ein bisschen Pulsbombe. Vigra. Alter, na klar. Vorsicht. Ich habe auch noch einmal Vitra. So, nicht mit mir. Und ey, ist ja unsichtbar. Fies. Der kann sich unsichtbar machen. Da ist sogar noch eine Schadensanzeige vom Schiff. Stitch, wo bist du? Wo ist er denn? Achso, da. So. Los, komm, mach mal nochmal diesen coolen Astroschlag. Der war doch gerade so cool. Und so effektiv. So, Astroschlag. So, haben wir es getroffen? Ich glaube schon. Ah, da ist es ja. Kommst du her? It's over! Cut it out!
gotten into you? I see. Your wayfinder broke. Well, don't worry. Friendship's more than an object. Friendship circle? Mm-hmm. Don't let the little mimic fool you. You saw for yourself what kind of monster that thing is. All it knows how to do is hurt and destroy. Monster? He helped me stop the monster! You must have triggered some sort of mutation, hidden in the little freak's genetic coding. Then, friend! That's right. We are friends. Better say your goodbyes now, because 626 is about to be destroyed! Stop that! Come on! Sound the alert! Prisoners on the loose! Don't let them get away! Where are we going? Hyperdrive has been activated. System charging. Warning. Guidance is not functional. Navigation failure. Do not engage hyperdrive. Repeat, do not engage. Break formation, get clear! What is it? What's going on? Du kannst jetzt zu Experiment 646 einen Dimensionslink herstellen. Erhalten Hyperantrieb. Ein Schlüsselschwert mit relativ hoher Reichweite und ausgeglichenen Attacke- und Magiewerten. Du kannst jetzt auf dem Kommandobrett tiefer Weltraum spielen. Tja, was sagt man dazu? Tiefer Weltraum ist bereits geschafft! Und jetzt haben wir hier... das Nimmerland, die Welt von Peter Pan. Und diesmal ist es mal ein richtiges Nimmerland, nicht so wie in Teil 1 nur auf dem blöden Piratenschiff von Captain Hook. Das ist mal die komplette Insel. Da freue ich mich auch schon besonders drauf. Sieht auch sehr, sehr schön aus. Okay, das heißt, jetzt haben wir auch einen Dimensionslink zu Stitch. Okay, Menü öffnen. Und es gibt schon wieder ein neues Schlüsselschwert für Ventus. Ausrüsten. Hyperantrieb. Ein Schlüsselschwert mit relativ hohen Rang. Ja, es hat zwar einen Attackepunkt weniger, aber dafür gleich drei Magie statt nur eins. Sieht auch ganz cool aus. Ich glaube, das gebe ich ihm einfach mal. Und wir, hey, wäre cool. Wir haben genau 15 Stunden Spielzeit. So. Rucksack. Was haben wir da noch drin? Ah ja, die super Angriffsformel. Ja, wie soll ich wissen, wie ich das mal verwende? Keine Ahnung. Okay, so D-Links. Experiment 626. Zufallsstrahl. Blitzkommandos im D-Link mit Experiment 626. Das Abschlusskommando mündet in den wiederholten Laserbeschuss. Ah, ja. Und dann haben wir hier noch das von Zack. So, Berichte. Erstmal kurz Kommandodecks. Kommandoliste. Feuersturz. Führe einen Sturmangriff aus, während Flammen dich im Kreis und Flammen treffen die Gegner mehrmals. Gut, das ist wohl das Einzige, was hier neu ist. Dann werde ich das gleich mal reintun. Jetzt haben wir ja wieder einen Slot dazu bekommen. Jetzt haben wir schon 7 Slots. Obergeil. Dann statt dem Feuersturmel auf mal den Feuersturz. Okay. So, und statt Feuer... Schwertwurf. Der ist nämlich... Achso, ne, Blödsinn, der ist ja auch schon aufgestuft. Mensch. Man kann immer so viele Sachen... Nein. Feuerer hier, so... Eisgar, bla bla bla. Vitra Vigra. Das kann ich hier noch reintun. Nochmal Blitzra. So. So. Natürlich immer hier. Vigra ist immer bei mir auf der Kurzwahl. So. Okay, das sollte mal reichen. Ich glaube, ich habe ganz vergessen, euch zu sagen, dass ich hier durch das Eisgar hier einmal Esprit als Fertigkeit bekommen habe. Esprit besagte hier, erlittener Schaden regeneriert deine Fokusleiste. Das ist auch sehr praktisch. Ist aber noch kein Autokommando. So, Berichte. Geschichte. Tiefer Weltraum. Bla 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 bla. Gut, das ist einerlei. Spielstatistik. Treffer.
Pulsbombe, 7 Treffer. Gut. Unvisierten, was war das jetzt für ein Riesenvieh? Ah, die Kleinen hier, das ist ein Plop-Mob. Sein durchsichtiger Körper erlaubt ihm viele wandlungsreiche Angriffe, triffst und teile sich auf, was ihn zu einem lästigen Gegner macht. Gib Acht, dass sie sich nicht teilt und greife ihn entschlossen an, wenn er seine Blöße zeigt. Und das war der Metamorph. Ein riesiger Unvisierter, der mit einem Mal vor Ventus erschien, als dieser den Korridor zur Anderswelt bereiste. Er gleitet mit seinem beweglichen Körper grazil durch die Lüfte und attackiert seine Gegner auf höchst geschmeidige Weise. Er hatte sich auf dem Raumschiff Durgon im tiefen Weltraum versteckt, doch gegen Ventus und X-Men 66 zog er bald in Kürze rein, genau. Raumschiff Durgon, komischer Name, aber naja. So, halt, zurück. Die Charaktere noch angucken hier, bitte, bevor ich den Part beende, ne? Tiefer Weltraum. Experiment 666 Stitch. Ja, aus Lilo und Stitch. Der Film kam 2002 raus. Es gibt insgesamt 4 Filme. Es gibt Lilo und Stitch. Dann gibt es Lilo und Stitch 2, Stitch völlig abgedreht. Dann gibt es Stitch und Co. der Film. Und dann auch noch Leroy und Stitch. Und dann natürlich noch eine Zeichentrickserie. Und wisst ihr, was ich auch total komisch finde? Das habe ich nämlich auch nie gewusst. Es gibt sogar eine Anime-Serie. Die nennt sich allerdings Yuna und Stitch, da kommt Lilo dann eigentlich gar nicht wirklich vor, weil das ist nämlich eine Nachfolgeserie von Lilo und Stitch, spielt auch nicht mehr auf Hawaii, sondern auf den japanischen Inseln, also auf diesen Ryukyu-Inseln. Ja, Stitch ist dabei, dann Jumbo und Prickly sind dabei, Gant und so weiter auch, aber Lilo kommt da glaube ich nur ganz spät mal vor, die ist da nämlich schon erwachsen, ist total kurios. Wusste echt nicht, dass es das gibt, aber naja, so hier, X-Men 666 Stitch. Eine von Dr. Jumbo Tsukiba, der sich selbst als teuflisches Genie bezeichnet, mit Hilfe unerlaubter Gentechnik geschaffene außerirdische Kreatur. Er hatte eine Imitation des Wegfinders bei sich und zeigt sich aus irgendeinem Grund sehr interessiert an Ventus. Ja, und jetzt ist er scheinbar mit dem Hyperantrieb da, ja, auf die Erde wohl gekommen, nehme ich mal an. Und dann haben wir hier noch Captain Gantu, ein Kapitän in der Armee der Galaktischen Föderation. Er ist sehr pflichtbewusst, allerdings auch ziemlich aufbrausend, was ihn im Dienst öfters versagen lässt. Da die Gefangenen Exponent 666 und Dr. Jumbo Tsukiba flüchten konnten, wird seine Position als Kapitän in Frage gestellt. Na gut, er wird ja am Ende des ersten Films sowieso gefeuert und dann wird er ja mehr oder weniger böse. Ach ja, unser großer Dummy, nicht wahr? Nun gut, das war's dann mal wieder. Und im nächsten Part betreten wir das Nimmerland. Bin schon sehr gespannt, was mich da so erwarten wird. Und ob wir überhaupt auf Captain Hook treffen. Weil es ist ja wie gesagt so, jeder von den dreien, also Terra, Aqua, Ventus, bereisen ja alle Welten gleichermaßen. Allerdings in unterschiedlicher Reihenfolge und haben auch unterschiedliche Bosse. Also bis zum nächsten Mal bei Burst Plus Leap Final Mix. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal.